Wir sind live, Kai. Ja. Soll ich jetzt wirklich anfangen? Mach mal. Okay. Hey, hallo und herzlich willkommen zu den Jumals Podcast News vom 15.02.2024. Wir haben tatsächlich noch Promos zum Valentinstag. Es gibt nämlich so einige romantische Angebote von Airlines, die auch über den Valentinstag hinaus gelten. Aber Achtung, nur noch bis Mitternacht heute. Aegean bietet bis Mitternacht den wirklich romantischen Gutscheincode BeMyPlusOne an. Für einen kostenlosen Flug für eure Begleitung. Person nach Griechenland. Nur noch heute bis Mitternacht. Dann Singapore Airlines, ebenfalls nur noch bis heute Mitternacht. Ein Valentinsangebot für Business-Class-Flüge Frankfurt nach New York ab etwa 2000 Euro. Und Lufthansa hat noch Valentins-Sales laufen, ebenfalls nur noch bis heute Mitternacht für die Business-Class nach Nordamerika ab Deutschland für Preise ab 4000 Euro für zwei Personen. Und für alle, die noch mehr Zeit haben, bis zum 19.02. läuft eine Valentins-Promo von Qatar Airways, die Reisen zu zweit ab 489 Euro anbieten, wenn bis zum 19. Februar gebucht wird für Reisen zwischen dem 13. Februar und 31. Oktober 2024. Und für alle, die noch mehr Zeit haben, vor allem um die etwas komplizierten Details zu studieren, Air France hat noch bis 21.02. einen Rabattcode, und zwar Valentin24, für einen Discount von 60 Euro bei einem Mindestpreis von 170 Euro netto. Reisen müsst ihr bis 31.12. Außerdem muss der Flug ab Deutschland sein. Der Flug muss mit KLM, Air France oder Air France Hop stattfinden, wahrscheinlich Ob. Und ihr dürft nicht nach Europa, Nordafrika, Mauritius oder China fliegen. Kai, bonjour. Den romantischen Gutscheincode von Air France darf man wohl mehrfach einlösen. Wie oft genau, wissen wir nicht. Aber wer gleich mehrere Flüge bucht damit, für den kann sich dieser Rabattcode ja wirklich auszahlen. Bist du schon mal mit Ob geflogen, mit so einer E170 oder E190 des brasilianischen Herstellers Embraer? Uiuiui, da hat sich aber wieder einer vorbereitet heute. Ja, bin ich tatsächlich, und du wirst lachen, ab Hannover war das. Früh morgens um 6 Uhr ging der Flug ab Hannover Richtung Paris und von da bin ich dann weiter nach Kenia geflogen seinerzeit. Und da Ob eben immer nur die Kurzstrecken, die Zubringer nach Paris macht, bin ich da dann tatsächlich mal mit denen geflogen. In der Business Class sogar, und gab ein Frühstück, es war okay. Nichts zu meckern gehabt. Sehr war schön. Aber nicht Valentinstag, war irgendwann im Sommer. Also funktioniert das ganze Jahr über, aber jetzt eben mit diesem etwas komplizierteren Gutschein oder Rabattcode Valentin. Kommen wir zur nächsten Meldung, und zwar gibt es eine Amex-Gutschrift, wenn du im Mandarin Oriental Hotel übernachtest. Also für Luxushotel-Freunde und Freundinnen. 100 Euro Gutschrift für euren nächsten Aufenthalt im Mandarin Oriental Hotel bei einem Mindestspend von 500 Euro. Für das Offer gibt es eine Liste mit teilnehmenden Hotels, also nehmen nicht alle teil. Und die Buchung muss üblicherweise über die Website von Mandarin Oriental erfolgen. Und dann haben wir noch ein Angebot für alle. Es gibt wieder Rewe Wunschgutscheine mit 16-fach Payback, 8 Punkte je Euro und damit mindestens 8 Miles and More Meilen je Euro mit einem Transferbonus von 25%, der ja hoffentlich im Juni wiederkommt, werden es dann 10 Meilen je Euro, also eine ziemlich gute Ausbeute. Kai, wie genau funktioniert das mit dem Treuebonus? Ich halte bis Juni die Maus still und bunkere bis dahin Punkt für Punkt in meinem Payback-Konto. Dann, zack, übertrage ich die zu Miles and More und die 25% werden dazu gezählt. Und dann warte ich wieder bis Dezember, bis wir hier den nächsten Transferbonus ausrufen, richtig? Ganz genau. Also, fliege jetzt dreimal. Ich lege mich dann schon mal hin. Swiss fliegt jetzt dreimal wöchentlich nach Seoul. Ab dem 7. Mai wird die südkoreanische Hauptstadt zum ersten Mal überhaupt in den Flugplan integriert. Dreimal wöchentlich fliegt die Lufthansa-Tochter Swiss dann mit dem A340-300 nach Seoul. Mindestens bis zur Umstellung auf den Sommerflugplan ist Swiss dann sogar die einzige Airline mit einer First Class auf dieser Strecke. Und gleich noch eine. Korean Air lässt Asiana verschwinden. Nach fast 4 Jahren genehmigt die EU-Kartellbehörde,
die Fusion der Korean Air mit dem koreanischen Konkurrenten Asiana. Die Marke Asiana soll jetzt verschwinden und im Skyteam-Mitglied Korean Air aufgehen. Nur die Zustimmung aus den USA steht noch aus. Für die Zustimmung musste die Korean die Frachtsparte von Asiana veräußern und Slots auf den Strecken nach Europa an den Konkurrenten T-Way aus Korea abgeben und so weiter. Kai, jetzt ist es definitiv. Eine Runde Mitleid für dich und alle, die wie du einen Asiana-Club-Status haben. Was wird jetzt aus eurem Club-Status? Ein Korean Air-Status beim Sky-Team. Sehr wahrscheinlich jedenfalls. Okay. Wissen wir noch nicht genau, aber darauf läuft es ja hinaus. Also Asiana soll tatsächlich als Marke verschwinden und soll komplett aufgehen eben in Korean Air. Es wird da keine Zwei-Marken-Strategie geben. Könnte man ja auch machen, wie Lufthansa mit ITA plant oder eben auch andere Airlines das durchaus machen. Aber da ist es tatsächlich so geplant, dass Asiana verschwindet. Und das ist schade, weil der Starlines Gold-Status da nicht nur leicht zu erfliegen gewesen ist, sondern man ihn auch sehr lange halten konnte. Einmal viel fliegen und dann hast du fast vier Jahre den Status gehabt. Das war toll. Ich habe jetzt 5 Jahre habe ich ihn jetzt gehabt, aber dann wird es jetzt wohl auch im April vorbei sein. Muss zusehen, dass ich meine Meilen bis dahin noch verflogen bekomme, denn ich weiß ja nicht, wie das dann bei Korean Air aussieht, wie viel meine Meilen da noch wert sind. Ich habe genug Meilen für einen Lufthansa First Class Flug, den will ich auf jeden Fall dann gucken, dass ich den noch gebucht bekomme, bevor ich dann stattdessen irgendwie Korean Air Business Class von Bangkok nach Seoul fliegen kann, was natürlich deutlich weniger wertig wäre. Deshalb schade. Okay, nächste Meldung. Oneworld baut eine neue Lounge in Amsterdam. Die Oneworld Alliance war die letzte der 3 großen Airline-Allianzen, die noch keine eigenen, also unter eigener Brand, Marke, eine eigene Launch hatte. Während es Star Alliance und SkyTeam Launches schon an verschiedenen Flughäfen weltweit gibt, verließ sich die Oneworld bisher auf das extensive Netz an Launches der eigenen Mitglieder. Das hat anlässlich des 25. Geburtstages der Oneworld dieses Jahr mit der Eröffnung der ersten Launch in Seoul bereits ein Ende gefunden. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die Eröffnung einer zweiten Oneworld Launch kurz bevorsteht, und zwar, obwohl es noch nicht endgültig bestätigt ist, geht die Szene davon aus, das wird demnächst in Amsterdam passieren, und zwar in den alten Räumlichkeiten der British Airways Lounge. Und gleich noch eine: Miles & Smiles entwertet Prämien. Turkish Airlines Miles & Smiles, das Vielfliegerprogramm, das für den leichten Weg zum Star Alliance Gold Status bekannt ist und auch für ihren tollen Award Chart bisher, genau den haben sie jetzt nämlich heftig entwertet. Gerade mal eine Woche Vorlauf, bevor es wirkt. Die Preise für Prämienflüge haben sich dadurch fast verdoppelt teilweise. Außerdem bepreist Miles & Smiles zukünftig nach Segmenten. Das hat für den einen oder anderen den schmerzlichen Nachteil, dass wenn du nicht schon sowieso ab Istanbul fliegst, musst du den Zubringer extra buchen und bezahlen. Immerhin bis 11. August dieses Jahres läuft noch eine Promo. Um den Schock ein bisschen abzumildern, für Economy-Flüge mit Turkish Airlines gibt es doppelt Prämienmeilen und für Business-Class-Flüge sogar dreifach, vorausgesetzt du buchst bis spätestens 24.03. Kai, wir haben hier schon spekuliert, wie lange es wohl noch dauert, bis Lufthansa mit Miles & More nachzieht, mit der spontanen Entwertung der Prämienmeilen. Zeichnet sich das schon ab? Weiß niemand, oder? Weiß ich nicht, aber was ich natürlich weiß, ist, dass die Luft immer dünner wird. Ne? Also es haben jetzt wirklich alle Programme also von großen Netzwerk-Airlines haben inzwischen entwertet und es fehlt noch Miles & More. Es gibt so ein bisschen Gerüchte oder Bedenken oder Überlegungen, dass es eher dahin gehen würde, dass die Award-Charts beim Miles & More gleich bleiben, aber dass man die Preise dynamisiert, also so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern genauso wie bei Flying Blue. Die haben auch noch den alten Award-Chart hinterlegt, aber Preise zu den oder Prämienflüge zu den Award-Chart-Preisen gibt es eben nur noch sehr, sehr wenige, weil die Verfügbarkeiten gering sind und wer dann trotzdem fliegen will, der muss dann mehr Meilen bezahlen. Das hat bei Flying Blue dazu geführt, dass man statt 70.000 Meilen für Frankfurt-Bangkok zum Beispiel dann eben auch mal an einem Tag 250.000 Meilen bezahlen muss. Ja. Bucht das natürlich keiner mehr oder wirklich nur Leute, die so wahnsinnig viele Meilen haben und so dringend nach Bangkok müssen, dass denen das egal ist. Aber Sinn macht das natürlich nicht. Da gehen einige, die sich ein bisschen damit auskennen, auch gehen davon aus, dass Miles & More in die Richtung gehen will. Und sind wir mal gespannt. Aber das würde dann schon noch ein deutlich stärkeres Erdbeben bedeuten für die Vielflieger-Innenszene, oder? Im Laufe der Jahre gewinnt man
man sich ja daran, dass es immer diese Phasen gibt, wo Awardcharts entwertet werden, so alle 4-5 Jahre normalerweise. Dann ärgert man sich und dann rechnet man sich das wieder schön und sagt sich, naja, aber es sind ja nur 10, 12, 15, 20%. Es hätte ja auch schlimmer kommen können und irgendwie wird schon wieder weitergehen. Ich glaube, wie gesagt, dass das nicht passieren wird, bevor die erste Allegris-Kabine fliegt. Ich glaube, dass das eben als Begründung herhalten wird, dass man jetzt ein total neues Bordprodukt hat, wo alles super ist und dass man dafür dann eben auch die Preise erhöhen muss. So wird das laufen. Deshalb können wir eigentlich nur hoffen, dass wir da noch ein paar Jahre mit den alten Flugzeugen, aber auch den alten Preisen fliegen dürfen. Wenn es dann einen neuen Zyklus gibt von 4, 5 Jahren, dann können wir uns ja schon auf den freuen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wie immer, buy us 2 coffees, nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank, Kai, und tschüss. Gerne. Tschüss.